ganz schnell. Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie noch mit mir bin. Die Maschine brauche ich gerade nicht.
Was für ein Glück, dass jemand hier war, um das Gemetzel zu stoppen. Sieh dir mal diese Waren an. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Mein Angebot wird dich über... Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Ich bin froh, dass du auf unserer Seite stehst. Hochwertige Waren. Jeder einzelne von uns hätte sterben können. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Wir konnten nirgendwo anders hin. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Tatkräftige Abenteurer! Fremde! Du wirkst, als ob... Hey! Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen, es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig, es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Hochwertige Waren. Thank you.
sollen wir jetzt tun? Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Angriff überstehen würde. Hier draußen war schon zu den Zeiten der Alten so heftig. Wir hätten alle sterben können. Sieh dir mal diese Waren an. Du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel die Tore sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Waren findest du nirgends. Du solltest. Das sind keine. Thank you.
Mehr kann ich nicht tragen. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Das werde ich vielleicht noch bereuen.
Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Die könnten einen Sägezahn durchbeißen. Endlich an. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier.
Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Jeder einzelne von uns hätte sterben können. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Thank you.
gehört jetzt mir.